Moin moin und herzlich willkommen hier bei Golden Medieval. Der Osred ist da. Der keine Händlerware ist, sondern da. Und ja, wir müssten mal. Was hat die für eine Redekunst 3? Ja, genau. 7. Ach nein. So, wo ist Osred? Bei uns im Keller. Naja. Das sind sie wieder. So. Da ist er. Und mit dem möchten wir Handel treiben. Genau dies da. Und zwar möchten wir unser Lager ein bisschen leer bekommen. Das heißt, Flachsamen. Hast du? Ich würde ja gerne auch die Gold machen, ne? Aber ich glaube nicht, dass wir so viel schaffen. Puh. Definitiv nicht. Ich weiß zwar nicht warum, aber man kann die Dinge ja mal verkaufen und das Gold kaufen. Wir haben noch hat mir die eingepackt? Nein, ich glaube nicht. Die haben noch 20 Kilo frei. Das sieht man hier oben wahrscheinlich. Teil kann man da einiges. Ideal brauchen wir eigentlich eher weniger. Aber wir können den. Also mit viel Glück klappt das jetzt. Das wären natürlich nochmal 100 Lebensmittel mehr. Für uns. Nein, das möchte er nicht. Aber so nimmt er es an. Das heißt, wir kaufen Gold und Lehmziegel. Naja. Gut, das war so definitiv nicht geplant. Eigentlich wollte ich das Bienenmax loswerden. Ach, ja mal. Ja. So, bedeutet, die werden hier langsam dann mal fertig. Was fehlt hier noch? Ja, Wärmedämmung hinaus. Das ist total sinnlos hier. Genau, warten wir hier noch. Ich habe die Vermutung. Genau, das fehlt uns natürlich jetzt auch. Ach ja. Ich meine, ein bisschen mit Anfertigung zu Ziegel herstellen kann sie ja auch mal machen. So, der Händler ist gegangen, das ist gut. Und hier liegt da jede Menge Zeug rum. Ja. Viel wichtiger ist eigentlicherweise Ressourcen. Aber so richtig Bergbau hat sie keine Lust drauf. Könnte der Wurst hier mal machen, ne?
27. Genau, so gibt es dann endlich auch mal Lehm und Kalkstein und somit bekommt man das dann auch langsamer hin, das Ganze zu bauen. Also ich wusste, ja, das dauert ein Stück hier, aber das sind gerade mal 23 Felder und das geht noch bis hierhin und darüber und ich denke, wir bauen erstmal das hier vorne zu. Weil alles andere. Uff. Einfach nur uff. Gut zubauen. Dann muss ich ja nicht alles selber zubauen. Diese Siedler sind unbewaffnet. Nein, sind sie nicht. Was ist da? Also bis gerade eben war kein Siedler unbewaffnet. Eigentlich ist das dann kleiner Bug. Das wird schon gesagt, bevor und naja. So was ist so rum. Ja gut, da brauche ich mich nicht wundern. Wir können aber mal was ganz anderes machen. Und zwar, wir zerlegen ja hier für Holz. Und wir können ja auch sagen, alles was Trefferpunkte unter, ja, 40% hat, egal wie gut, kann zerlegt werden. Das auch. Wo ist das hier? Weil uns bringt ja nichts, wenn man dann einen ausgezeichneten Bogen oder makellos hat, der bloß nach 10% hat. Das lohnt sich null. Also können wir es auch gleich kaputt machen. Bekommt da die Ressourcen. So. Apropos Ressourcen. Es ist wieder Leben da, es ist Kalkstein da. Und hier sind insgesamt nur 12 Felder wieder belegt. Naja, ist nicht sonst wie viel, aber es geht voran. Auch hier. Und dann kriegt man auch mit, dass hier ein Feld frei ist. Naja gut. Das ist aber halb so schlimm. Bedeutet, wenn die nächsten angreifen, ist das die Chance wesentlich höher, dass nichts passiert. So, genau, Kipp. Was holt der sich da in der Schönes? Eine Kettenhaube aus Eisen. Ja, so kriegt man dann auch Ressourcen wieder zurück. Brauchen wir Heu? Nein! Gottes Willen. Die Frage ist nur, wie wird man Heu wieder los? Ich meine, man könnte Betten bauen ohne Ende, ja, aber für was? Wie war das? Ganz normal. Ja, ich weiß, die Ressourcen haben wir gerade nicht. Aber am nächsten Morgen ein Stück mehr. Denn hier brennt alles tot. So, kleines bisschen dick wäre auch mal schön. Also das muss ich ja sagen, in dem Update 3. Man kann wesentlich mehr aus dem ganzen Bogen bauen oder machen. So, nochmal aus.
Ich finde, das sieht optisch schon wesentlich besser aus, durch diesen doch relativ kleinen Unterschied. Zack, zack. Das drehen wir noch, genau. Das ist reine optische Natur. Hey, ein bisschen gut aussehen muss es ja. Aber wäre schön, wenn es gut aussieht. Zack. Zack. Und das kommt dann beim nächsten Mal dran. Denn wir brauchen wieder Lebensidee. Ich glaube, das sind 5. Die Kohle haben wir eigentlich genug. Das. Dann sollen sie lieber da auch mal den Ziegel machen. Ich glaube, das bringt mir. Übrigens, hier sind dann doch nochmal Eisenwachen. Die wird kommen durch die ganzen Waffen hier. Und jetzt, wenn ich es richtig sehe, ist auch. Zack, einiges am Platz wieder frei. Und damit. Damit können wir wieder einen einsamen Reisenden begrüßen. Hallo. Kann auch endlich das ganze Gedöns hier weggebracht werden. Und jetzt beim Schneidertisch das auch einstellen. Nein. Das verbunden. Sag mal wieder bis 40. Zack. Das sollen sie alles auseinandernehmen. Also Materialien haben wir jetzt genug. Wir brauchen nur noch jemanden, der es braucht. Ich glaube, das können wir sogar ablassen. Das kommt ja dann mit dem Werbern sowieso wieder. Das sind wir wesentlich viel zu wenig Leben. Liegt aber vielleicht auch daran, dass hier unten am Ende Leben rumliegt und keiner es holt. Was man natürlich jetzt überhaupt nicht mitbekommen hat, um das am Rande mal zu sagen, wir haben Frühling, hier geht es auch ums Anbauen. Wir haben Flachs, der reif ist. Wir haben Rüben, die sind reif. Wir haben Möhren, die sind reif. Ich möchte aber Karottensamen haben und das ja. Weil wir haben ja unten im Keller noch genug Platz. Ich sagte so einfach, ja. Also hier ist dann doch noch genug Platz wieder. Nachdem ich ja jede Menge Johannisbeeren verkauft habe. Und diesen da vergessen habe. Ja. Zack, ja, ist jetzt der Blick relativ gut. Da
Habe ich nicht gesagt, dass auch abholzen? Nee. Hören. Muss dann alles eingesammelt werden. Es ist jetzt so, dass man das Ganze eigentlich ein ganzes Stück laufen lassen muss. Ja. Man sieht es ja, hier muss gebaut werden, da muss. Gerste geerntet werden, wir bräuchten mal irgendwann Kohl. Verstehe nicht, wo mein Kohlsamen weg ist. Ja, na gut. Das Problem habe ich ja getan. So, genau, die sollen jetzt erstmal in aller Ruhe ernten. Entschuldigung, na, noch wo wir ernten und dann müssen wir dann einfach mal weiterschauen. In der Zeit, wo die ernten, sollen sie hier auch weiterbauen. Man sieht hier inzwischen schon relativ gut aus. So, bedeutet, ich lasse das jetzt mal ein kleines Stück laufen. Also, wir sind jetzt gleich Tag 12 im Frühling. Und dann gucken wir ganz einfach mal, wie weit die jetzt wirklich gekommen sind. Weil hier die ganze Zeit nur zu gucken, bauen sie vielleicht das, bauen sie mal dies, ist ja auch nicht so prickelnd. Von daher, heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, ich lasse es ein bisschen laufen und beim nächsten Mal sehen, wie weit wir gekommen sind. Ciao, ciao.